Freunde der Sonne, ich habe zwei riesen fette Bestellungen bei Zara gemacht und ich wollte jetzt mal so einen kleinen Try-on-Haul machen. Ich habe viele Sachen davon schon anprobiert, viele auch nicht, aber ich dachte mir, wir machen das mal ein bisschen zusammen. Könnt ihr mich gerne beraten, ob ich die behalten soll oder nicht. Ich würde sagen, let's go. Ich glaube, ich kombiniere die Sachen jetzt so ein bisschen als Outfits. Ich habe zwar actually keine Ahnung, ob das zusammenpasst, aber ich dachte mir, die Farben könnten ganz gut passen. Aber einmal ist es dieser Pullover hier. Er ist so cropped und hat aber einen sehr coolen Fit, glaube ich. Ich habe mir mal einen langen Rock in Grau bestellt, weil ich finde, sowas sieht immer sehr ästhetisch aus, old money-mäßig. Schauen wir mal. So, das wäre der Pullover. Ist eigentlich echt ganz cool, glaube ich. Also irgendwie hat der was. Okay, also ich würde den Rock jetzt einfach gar nicht in Kombination mit dem Pullover tragen. Obwohl irgendwie... Es hat schon was. Also es wäre cooler, wenn der hier noch ein bisschen enger wäre, glaube ich. Vielleicht muss ich mir den nochmal von meiner Oma umschneidern lassen. Aber ich glaube, mit einem anderen Oberteil wird es auch ganz gut aussehen. Und so habe ich so ein ganz basic weißes gestellt. Das hat so, sieht so aus, als ob es auf Schulter ist. Würde zum Beispiel besser passen, wenn der jetzt eng wäre. So. Dann wäre das doch voll schön. Wenn es jemanden auf jeden Fall zusammen anziehen, so im Frühling oder so. Dann haben wir hier so ein super schönes Blusenkleid, beziehungsweise ich weiß nicht, wie man die Art von Kleid nennt. Auf jeden Fall sah das online so gut aus und ich bin recht gespannt, wie es jetzt aussieht. Okay, wie schön sieht dieses Kleid bitte aus? Krass, das ist wie so ein Rock hier unten, wie so ein Faltenrock. Und man könnte theoretisch auch einen Gürtel tragen, dann sieht das noch ein bisschen taillierter aus. So. Das werde ich auf jeden Fall behalten. Ich finde das richtig schön. Weil wir nicht hier schon fast Sommer haben, habe ich gedacht, bestelle ich mir nochmal einen schwarzen großen Mantel. Weil mein Mantel ist von der Qualität irgendwie richtig doof, weil der handgemacht ist. Und dann muss man den immer in die Reinigung bringen und so. Deshalb habe ich mir gedacht, mal ein neuer Mantel könnte es auch gut sein. Und der sitzt echt gut eigentlich. Ist halt M genommen. Das sieht irgendwie echt gut aus, oder? Also, ich weiß nicht, ob mir die Ärmel so gefallen, weil die sind nicht ganz lang. Ja, muss man schauen. Yes. Alle anderen Sachen seht ihr auf jeden Fall in Part 2.